Holy shit. Du machst das ziemlich gut, Neuer. Komm zum Kuhn-Versteck, wir sollten deinen Charakter ausbauen. Kuhn-Ende. Also ich fühle mich schon heftig ausgebaut. Wobei, konnte ich jetzt mit ihm noch ein Foto machen? Warte, ich muss noch mal kurz einmal gucken. Wait a second, Freunde. Jetzt kann ich diesen Moment nur noch für die Geschichte festhalten. Mit einem Selfie. Ein Selfie mit Morgan Freeman, Freunde. Wer kann das von sich behaupten? Erstmal Zunge raus. Dann Zoom. Oh yeah. Woohoo! Morgan fucking Freeman. Wie du aussiehst, okay, wie der BH wackelt, wenn du läufst. Das ist voll geil, oder? Morgan fucking Freeman. Kann ich mit dir ein Foto machen? Hey Kind, bist du eine kleine Wonder Woman? Schwer am Arbeiten oder fällt dir die Arbeit schwer? Wir sollten versuchen, tagsüber trinken, salonfähig zu machen. Dir passt was an Amerika nicht? Dann verpiss dich doch! Ha! Ah! Ah! Ja, richtig so. Was haben wir hier drin? Oh, hier gibt's Kleidung? Ich hab gerade irgendwas von Pussy gehört bei dem Lied. Sieh dir die neuen Sachen an, bevor die alten sie beschmutzen. Bevor die alten sie beschmutzen. Blitzmaske. Ha, Machtänderung, minus 5. Also schlechter als unser jetziges. Das finde ich ehrlich gesagt ganz cool, dass da noch die Macht mit dabei steht, ob man dann stärker wird oder schwächer wird. Beeil dich lieber, bevor du dich mit irgendwas ansteckst. Beruhigen Sie sich. Hi. Sorry, ich hab nicht viel für Selfies übrig. What? Na Hallo. Du, bist du mit Kyle befreundet? Nein, mit so etwas würde ich niemals befreundet sein wollen. Never ever. Warte mal, du weißt, dass du hier nicht arbeitest, oder? Mir egal. Mal, irgendwo kann ich da bestimmt was machen. Dann machen wir die kaputt hier. Hä? Warum kann ich die jetzt nicht kaputt machen? Bei der Polizeistation kann ich die kaputt machen. Aber irgendwo werden wir die wahrscheinlich hin. Oh, kann ich da. Oh, warte mal, kann ich da gucken? Kann ich hier drüber gucken dann mit denen? Oh, warte mal, können wir mal so richtig spannen? Du weißt, dass du hier nicht arbeitest, oder? Ich will jetzt heftig spannend, Freunde. Erstmal drüber gucken. Ich kann. Smile for the. Was? Smile for the camera. Ja, läuft. Ich kann ja nicht mal drüber spannen. Wie kacke ist das denn? Kann ich hier drüber spannen? Okay. Also hier kann ich schon mal nichts damit machen. Wir haben gerade neue gebrauchte Unterwäsche im Angebot. Neue gebrauchte Unterwäsche? Wie geil ist das denn? Oh boy. Und Christian, auch dir einen wunderschönen guten Tag. Schön, dass du auch da bist. Freut mich. Aber wo werde ich die Leitern stellen können? Die wird doch jetzt nicht einfach aus Jux und Dollerei hier stehen. Kann ich da oben vielleicht was... Ah, warte mal. Vielleicht komme ich da hin. Bei den Taschen. Vielleicht ist da was drin. Geh mal weg da. Du stehst im Weg, Jung. Komm mal hoch. Aha! Stoffball. Seht ihr? Mhm. Mhm. Now you know. Maskerademaske. Kostüm. Hast du die auch im Angebot? Klar, aber nicht meine eigene. Nicht meine eigene. Die ist unverkäuflich. Ja, meine eigene gebrauchte Unterwäsche ist so ein bisschen wie die Mona Lisa. Unbezahlbar. Something like that. Hier ist aber nichts mehr zum Plündern, ne? Kann ich die einfach so aufmachen? Nö. Warte. Okay, ich gehe wieder raus. Ich weiß nicht, kennt ihr das? Ich mag das ehrlich gesagt gar nicht mal so lange in so Kleidungsgeschäften drin zu sein. Das ist immer so stickig, finde ich. Du hast zugegeben, dass du Unterwäsche trägst? Von wegen nackt. Ja, Unterwäsche, Unterhemden. Klar mache ich das. Wer trägt bitte schön keine Unterhemden? Ich bitte dich. Dö. Na, lass ich dich in die Bank rein, sobald die Märkte zusammengebrochen sind. Here, take that. Wer stört den Fluss des Chaos? Oh, 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 oh. Ja, überlass Chaos, das Chaos. Schwachkopf, das Chaos macht vor Kleinen wie dich in Arschloch. Mach den direkt platt. Ich mach den direkt platt, ja. Besiege die Chaos-Lakaien. Oh, das sind ein paar viele, ne? Das sind, ja. Ihr seid nichts gegen meine Armee. Hm. Okay. I see what you did there, my friend. I see what you did there. So, machen wir mal den hier, ne? Kamehameha! Darauf trinke ich! Ich trage kein Unterhemden. Chaos oder zahle den Preis. Unglaublich. Unglaublich. Komm wieder auf die Beine, Arschboy.
Jetzt werde ich mein Ding in euch reinstecken. Oh, das lag falsch. Was will er wo reinstecken? Jetzt wird's ein bisschen... Warum kann ich eigentlich nicht zur Seite hin angreifen? Warum kann ich... Das ist ja voll doof. Aber wobei, warte mal, ich kann ja... Kann ja das hier machen, warte mal. So. Und so. Kame! Kame! Ja, ich glaube, das verstößt gegen das Kriegsrecht. Ach, der heilt sich damit selbst. Du bist nichts gegen den Meister. Warte. Du bist jetzt Chaos, Bitch. Nur bitte. Wahnsinn und Chaos. Auto. 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 Fehlstopp. Runter von der Straße, ihr Scheißbäger. Okay. Ich werde jetzt einfach so heftig und random lustig. Ja. Oh, warte mal. Oh, die stehen ja sogar zu dritt, ne? Ey, könnt ihr jetzt sowas von heftig weglasern? Aber nee. Ich stehe mir selbst einfach im Weg. Piu, piu. Piu, piu. Auf 75? Alter! Ja. Voll die Kamikaze-Bomber. Lakai bereit. Er ist es, Super Craig. Okay. Okay. Weiter komme ich gar nicht, ne? Aber das können wir machen. Omega Crash extra. Ah, ja. Voll ins Gesicht. Deine Schläge sorgen für kleine Blutlachen unter ihrer Haut, Super Craig. Perfekt zum Trinken. Eklig, Mann. So, hier können wir noch ein bisschen lasern. Das gibt garantiert eine Narbe. Na, ich hoffe sehr. Wir sind wie die Heuschrecken. Ha, na, yeah. Selber, ich hab noch gar nicht die Blutprobe. Alter, du übertreibst brutal. Ich hab noch gar nicht die Ultra-Attacke eingesetzt, ne? Warte mal, wenn ich den jetzt hier... Dann ist er tot. Okay, dann dürfte er rein durch nicht mehr machen. Oder geht er dann trotzdem in die Luft? Ich weiß es nicht. Aber ich heile mich dann, glaube ich, trotzdem noch selbst. Mückenstich! Ja! Und? Explodiert er noch? Alter, what? Ah! Ah! Ich brenne. Ich folge dem Ruf des Chaos. Stirb, mickriger Menschling. Mickriger Menschling. Ich bin drin. Okay. Sind wir nicht alle ein bisschen drin? Und alle ein bisschen bluner? Irgendwie so? Ist das heilen? Nee, ist ein Schild, ne? Ist ein Schild geben. Ah, komm, gebe ich ein Schild. Einfach mal so. Weil ich's kann. Was? Ulti bereit? Oh, jetzt will ich... Mein verdammter Zug, Mann. Jetzt will ich mal Ulti ausprobieren. Warte mal. Super Craig. Mit LB. Oh, jetzt wird's krass, Freunde. Jetzt wird's krass. Ulti! Ulti! Bam! Oh, shit! Langsam sollten die Bösen ihr Leben überdenken. Das Meerschweinchen ist der Burner. Einführungs-DVD für Chaosangestellte. Technik 4. 12 Set. Und noch ein bisschen XP. Na sweet. Ja, die hätten wir jetzt per se gar nicht machen müssen. But we did it anyway. Hauttransplantat. Ist ja ekelhaft. So, wir müssen aber jetzt wieder zu Cartman. Kann ich von behilflich sein? Weiß es nicht, mein Freund. Warte mal. Ist das, hier muss ich doch hin. Nee, das ist Craigs Haus. Ich muss ja rüber, ne? Hier muss ich hin. Bau keine Bruchlandung. Beruhigen Sie sich. Das Meerschweinchen hat um sein Leben gequiekt. Bitteschön. Möglich. Vielleicht auch um das Leben von den anderen. Das Steffi? Tut weh, du Trottel. Oh. Hey, aufhören. Naja, egal. So, auf zu Cartman. Cartman. Wo soll ich die Mama hin? Hallo. Selfie? Oh, ein Selfie. Ja, gern. Damit geht's doch immer los, ja? Erstmal so ein Selfie und dann kurz die Zunge raus. So, aber Zunge raus machen wir trotzdem. Hm, schön nah ran, Freunde. Wuhu! Miss Cartman! Die geile Alte. Oh, das ist super geworden. Wir sehen uns auf Kunstagram. Auf jeden. Okay, da ist nichts mehr drin. Schade. Runter. So. Fick. Dich. Mom. So, Eric, ich hab dein Essen dabei. Arsch, setz dich. Okay, ich setze mich. Spielt eigentlich die Hübsche mit den schwarzen Haaren, Wendy oder wie die heißt? Ich weiß es nicht. Also bisher war sie noch nicht da, aber vielleicht kommt sie ja noch. Maybe.
Okay. Wie läuft's da draußen? Gutes Gespräch. Ich finde, du hast Potenzial. Und irgendjemand kriegt dich als Sidekick. Glückwunsch. Ich wollte mal über deinen Superheldencharakter reden. Er ist ziemlich scheiße, finde ich. Und ich werde dir 2 Klassen gestatten. Such dir noch eine Fähigkeit aus. Welche Fähigkeiten willst du deinem Repertoire hinzufügen? Okay, so, wir haben Elementarist. Den Elementarist. Wenn der Elementarist in der Nähe ist, braut sich immer ein Sturm zusammen. Blitze und Eis. Für die Gegner halten die Luftfeuchtigkeit bei angenehmen 40%. Cyborg. Cyborg. Die erste Direktive des Cyborgs ist es, in Ärsche zu treten. Er ist mit seinen mächtigen Angriffen. Was für ein toller Moment für dich. Und wegstoßen. Der Herr des Schlachtfelds. Psychiker. Nächtliche, Werbesendungen haben den Geist des Psychikers zu einer Waffe gemacht, mit der er Freunde stärken und Feinde schwächen kann. Ich glaube, nehmen wir einen Cyborg, oder? Cyborg. Psychiker. Cyborg. Cyborg. Ein Held braucht auch einen Sinn für Dringlichkeit. Elementarist. Oh, nehmen wir doch... Warte mal, Elementarist. Cyborg. Ich glaube, wir nehmen einen Cyborg, oder? I think so. Cyborg. Mehr Maschine als Mensch. Cyborg. Das ist definitiv ein Stüppi. Hast du jetzt so lange drüber nachgedacht? Dann kann es ja nur stimmen. Dann kann es ja einfach nur stimmen. Ey, die beiden passen gut zusammen. Aber jetzt müssen wir deine Hintergrundstory noch ändern. Gehen wir also zurück zu dieser schicksalhaften Nacht, als du klein warst. Mein Vater, meine Mutter. Du lagst wach in dieser Nacht. Aber diesmal, weil du die Welt sicherer machen wolltest. Du gingst zum Spiegel. Es lässt mir keine Ruhe, sorry. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Okay, wir müssen. Da haben wir jetzt einen Spiegel. Aber ich will lieber Basketball spielen. Pisa. Aber es ist Dezember. Warte mal, ich könnte. Ach, ich hab. Ja, ich weiß, dass da ein Bär ist. Ich hab doch gesagt, in jedem Spiel, was ich spiele, ist startmäßig ein Bär. Ja, das mache ich immer schon mit den Entwicklern vorher aus. Klare Geschichte. Du dachtest dir, wird mich hier jemand lieben? Und dann hörtest du ein Geräusch. Aber es war ein Babyweinen. Jetzt rufen wir direkt erstmal die Schnellwahltaste für die Kirche an. Und sagen es dann Baby. Auf dem Flur sahst du 2 Kerle ein hilfloses Baby angreifen. Du musstest unbedingt eingreifen. Du wusstest, du kannst sie aufhalten und benutztest zum ersten Mal deine neu entdeckten Kräfte. Kraft strömte durch deine kybernetischen Glieder, als du dich auf deine oberste Direktive konzentriertest. Schütze das Baby auf deinem Flur. Hey, was machst du hier? Doch sie ahnten nicht, dass du kein gewöhnliches Kind bist. Du warst ein Cyborg mit schockierenden Fähigkeiten. Schockierenden, eine also... Eine davon hast du direkt demonstriert. Aber jetzt mal so ein bisschen mit Strom, oder was? Na, nice. Oh, sogar mit Knockback? Nice. Hey, du kannst sie nicht einfach so weghauen. Ja, was soll das? Hey, warte! Die Ladung ist auf den restlichen Gegner übergesprungen und schadete allen. Aber du hattest noch mehr Cyborg-Tricks auf Lager. Alrighty, Partner. Ich bin gerade so verdammt wütend. Was, sind wir jetzt gerade so ein Tank oder sowas? Abreibung. Das kleine Arschloch. Der eine, dein Block hat den Schaden absorbiert. Abreibung. Ich bin stinksauer. Die Einbrecher blieben auf Distanz. Kein Problem für deinen nächsten Angriff. Alright. Let's do it. Ich wollte sagen, die sind schon tot? Ui, krass. Au, wie funktionieren Magnete überhaupt? Und jetzt kommt unsere ultimative. Ein Gegner war standhaft. Zeit für die schwereren Geschütze. Okay. Oh Mann. Geil, ein bisschen übertreiben, ja? Geil, ein bisschen übertrieben, Freunde. Das muss so. Er ist mehr Maschine als Mensch. Du hattest gesiegt. Du nahmst das Baby, um es in Sicherheit zu bringen, und dann passierte das Unvorstellbare. Du sahst deinen Dad, deine Mom ficken.
Und ab da musstest du mit dem Trauma leben, dass du, weil du ein Baby gerettet hast, nicht verhindern konntest, dass dein Dad deine Mom fickt. Ziemlich krass, Mann. Tut mir echt leid. Du willst bestimmt wissen, wieso. Wieso dein Dad deine Mutter gefickt hat. Aber die Antwort musst du selbst finden. Coon & Friends, Alarm! Coon & Friends, Alarm! Ernsthaft, Leute! Alarm! Alarm! Coon & Friends, Alarm! Hier, Coon, was ist los? Coon, die Freedom Pals! Was haben sie diesmal getan? Kommt schnell zur Main Street, beeilt euch! Wir kommen, Coon! Ende! Okay, es könnte sein, dass du deine neuen Kräfte gleich brauchst. Mir nach! Let's go! Kräfte. Installiert. Alrighty. So, gucken wir mal. Oh, was kann ich jetzt hier machen? Kräfte-App. Du hast 4 Plätze für Kräfte zur Verfügung. Ach, da kann ich noch die alten mitnehmen? Ach, wir können sogar Vorschau machen? Holy Shit. Im wahrsten Sinne. Dreifachbrand. Wobei es mit dem Brennen finde ich gar nicht mal so verkehrt, ne? Kann ich das jetzt nicht irgendwie auswählen? Ah, hier kann ich das machen. I see. Wobei ich das dann, glaube ich, austausche mit dem hier, oder? Ja, dann können wir nämlich verbrennen und wir können ihn noch unter Strom setzen. Deine Nase sieht aus wie ein Penis, also im Game. Ja. Und? Where's the problem? Habe ich das falsch ausgetauscht? Ich will zurück. So, ich kann einfach auf Dinges drücken. Okay, never mind. Let's go, Cartman. Coon. Noch einmal und wir sind alle tot. Okay. Warte mal. Ich will Kohle. Kohle. Naja. Ordinaries, keep out. Nicht trödeln, Wunderarsch. Bin doch schon unterwegs. Coon, warte auf mich. Hier lang, Wunderarsch, Richtung Bushaltestelle. Let's go. Warum ist er so schnell? Mein Coon sind dröhnt. Die Freedom Pairs sind unterwegs. Es wird zur Konfrontation kommen. Oh nein. Ja, hier lang. Zur Bushaltestelle. Begleitmissionen sind zum Kotzen. Salamalaikum. Die Frage ist, wofür zu spät? Und Alaikum Salam. Schön, dass du auch da bist. Ach, verdammt. Gleich da. Geh zur Hauptstraße, Wunderarsch, und mach deinen Arsch gefechtsbereit. Alright. Noch ein bisschen? Let's do it. Wir sollten als Duo arbeiten. Erinnerst du dich, Twig? Ja, ich weiß. Du hättest mir folgen sollen, als ich Coon & Friends verlassen hab. Ich mag Coon & Friends. Weil du deine eigenen Filme hattest. Zum Glück bist du hier. Die gehen voll ab. Super Craig musste Filme haben, bevor Wonder Twig vorgestellt wurde. Es hätte sonst keinen Sinn gemacht. Eure ganze Gruppe macht keinen Sinn. Weil du ein Verräter bist. Und jetzt bist du bei den Superverrätern. Ihr habt doch angefangen. Ihr habt doch bestimmte Superhelden besser behandelt als andere. Wir waren's nicht, die diese Scheiß-Franchise verlassen haben. Eric, du musst mir zuhören. Ich kommuniziere mit dir per Telepathie. Raus aus meinem Kopf. Dein Franchise bringt es nicht. Stell dich der Wahrheit, Eric. Ihr seid einfach totale Spastis. Timmy hat uns eben Spastis genannt. Hat er? Na gut, du Mistkerl. Ja. Timmy! Was für ein Wichser! Kümmert euch um diese Arschkrampen! Okay, let's fetz, Freunde. Kampfmodus aktiviert! Ich gönn mir ein bisschen Blut! Do that. Auch schade, dass sie jetzt nicht in einer Reihe stehen. Das ist ein bisschen doof. Wobei, ich könnte eventuell... Macht das Schaden? Das macht Schaden, ne? Okay, dann machen wir es so. Kann ich zumindest beiden Schaden machen. Let's go. Kranke Scheiße, Alter! Ich bin Wonder Twig, Verfechter der Gerechtigkeit! Klingt ja voll schwul! Mega schwul! Moment, ich bin verwirrt! Mega schwul! Der Neue wird euch vermöbeln, Freedom Pals! Sowas können wir. Ah, nee, jetzt haben wir das. Oh, nee. Jetzt haben wir die Fähigkeit, die wir eigentlich drin lassen wollten, haben wir ausgetauscht. Also, wir haben jetzt die anderen. Ach, no.
Achso, jetzt auch ein bisschen, das ist jetzt aber ein bisschen doof, ne? Ist doch Bescheid. Okay, machen wir das. Aber ist wirklich, das war ja gar nicht so stark, ne? So lame. Oh, das hat nicht mal Schaden gemacht. Never mind. Laserbehandlung gefällig? Maybe. Oh, jetzt kann ich gar keinen. Nee. Mach mal einfach heilen, ja? Komm, wir heilen dich jetzt mal ein bisschen. Wohl bekommst. Du bist der Wind hinter meinen Moskitoflügeln. Hier kommt Mysterion. Mysterion. Leg dich nie mit unsterblichen Viertklässlern an. Und was ist, wenn doch? Auto! Auto! Wollt ihr überfahren werden, oder was? Halt's Maul, es ist Civil War, Arschloch. Okay. Civil fucking War. Bin ich schon am Zug? Okay. Yes, you are. Ich stehe halt echt ungünstig, ne? Aber egal. Hauen wir den jetzt weg. Wobei, ich weiß nicht, warte mal. Drei. Ich glaube, das macht mehr Schaden, oder? Oh ja, 70, das machen wir. Megafaustschlag! 75, nice. Hä? Tupperdose aktivieren! Tupperdose aktivieren! Versuch hier durchzukommen! Oh nein. Ich hatte nicht mal eine Zitronella-Kerze! Oh. Hast du gesehen? Ist ja schon ein bisschen, ein bisschen ekelhaft, ne? Ein bisschen. Sehr befriedigt. Tweak ist verletzt. Überraschung. Ich werde über das Böse triumphieren. Und damit meine ich dich. Wen, mich? Nein, dich. So, jetzt sind wir wieder dran. Ich stehe hintereinander. Das ist sehr gut. Da kann ich wieder meinen Laser machen. Laser activated. Kami. Ha! Komm, kotz ihn nochmal in deine Tupperdose. Sah so gut aus. Warum kann ich eigentlich nicht mehrere heilen? Ich kann halt mit dem gerade echt nicht angreifen, ne? Das ist ein bisschen kacker. Oh Mann, Schild. Hier, Kumpel! Hier, Kumpel! Mach Gebrauch davon! Es ist soweit! Ja, wie weit ist es denn? Frage ich mich gerade. Und zur Seite kann man jetzt wieder nicht angreifen, ne? Ist ja schon ein bisschen lame, oder? Ich platziere jetzt einfach hier. Wobei, ist gar nicht mehr so... Recht bewahren, unschuldige Schützen! Super Tornado Warnung! Sorry, Neuer, aber du bist einfach im falschen Team! Ja! Oh, Ultimate bereit? Gleich kommt das Fang! Oh! Freunde... Jetzt wird's krass. Ein Kampf ganz nach meinem Geschmack. Oh yeah. Geistiges Auge Maske. Fanfiction über Super Craig und Wonder Tweak. Und 24 Cent. Neuer, allmählich hast du den Dreh raus? Warte mal, was ist mit Kuhn? Oh, scheiße, schnell! Wo ist Kuhn? Kuhn, was ist passiert? Timmy ist davon gekommen? Er hat total mein Gehirn vergewaltigt. Oh, alles no. Okay? Nein, wirklich, Leute. Er hat meinen Kopf total zerfickt. Wir haben gekämpft, aber seine Psychokräfte sind zu stark. Also war alles umsonst? Nicht ganz. Ich hab Timmys Handy. Wirklich? Ganz bestimmt ist darauf eine Spur. Bringen wir es zur Basis. Super Craig kann es analysieren. Analyse. Mit der Lupe. Aufs Popoloch. Und Zoom. Hallo? Ist da der kleine Superheld, dem immer mehr auf Kunstagram folgen? Deine Anwesenheit wird im Rathaus verlangt. Die Bürgermeisterin von South Park möchte mit dir sprechen. Lass sie nicht warten. Okay. Wo müssen wir da hin zu ihr? Okay, da ist für die Polizei. Wo ist denn das? Bin ich mal angezeigt. Welche große Karte öffnen? Wo ist denn jetzt hier das Rathaus gewesen?
Where is the City Hall, guys? Where is the... Ah, hier ist das, ne? Rathaus, da. Da müssten wir hin. Komme ich da irgendwie schnell hin? War hier nicht irgendwo eine Schnellreisemöglichkeit? Hier war einer. Sweet. Coon and Friends haben die Freedom Pulse im Civil War besiegt. Wohin deswegs? Ich möchte bitte... Da haben wir kein... Da haben wir noch nichts. Ziehen wir das durch? Da müsste es doch bestimmt hier noch irgendwas geben, oder? Ja, nee, ich brauche nicht, danke. Ja, müssen wir in die andere Richtung, Freunde. Nützt alles nichts. Gehen einfach Richtung Westen. Hier kam ich noch nicht dran, ne? Bräuchte ich ja eh eine Leiter oder sowas, ne? Oder komme ich hier eventuell nach oben? Oh, das habe ich noch nicht aufgemacht. Zeitungsausträger, was, Treiber? Läuft. Der läuft. Alles kaputt machen. Ist da auch nochmal so ein goldener Griff. Komm ich nach oben? Kann ich mit dem nochmal ein Foto machen? Ich bin geschmeichelt, aber ein Superheld muss echt besonders sein, um mich zu beeindrucken. Bitte dich. Ich hab ein fucking BH auf dem Kopf. Hier, wir gehen erstmal weiter. Machen das nochmal kaputt. Ah, Spekulum.